Die Liberalen der FDP fordern, Leistung und Arbeit müssen sich wieder lohnen. Um Deutschland attraktiver für den Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland zu machen, will die FDP neue Steueranreizmodelle einführen. Und alle Menschen in Deutschland, die arbeiten, denken sich so, coole Sache. Aber nicht zu früh freuen, meine Schäfchen, denn so könnte für ausländische Arbeitnehmer in den ersten 3 Jahren ein Teil des Bruttolohns steuerfrei gestellt werden. Ein gestaffelter Freibetrag würde einen bürokratisch leicht umsetzbaren finanziellen Anreiz für ausländische Fachkräfte schaffen, nach Deutschland zu kommen, heißt es in ihrem 5-Punkte-Papier. Also nein, keine Steuerersparnisse für Menschen, die bereits in Deutschland arbeiten. Wo kommen wir denn dahin? Hallo? Habt ihr schon vergessen, was wir alles bezahlen müssen in Deutschland? Diese Migration, Waffenlieferungen, ich meine, der Russe greift bald an. Da müssen wir kriegstüchtig werden, oder? Bürgergeld gefühlt für jedermann und dann wäre ja dann noch das Kindergeld, das gefühlt auch die halbe Welt von Deutschland bekommt und dann noch das größte Problem in Deutschland, der Rechtsextremismus und da braucht man Kampagnen, diese Laut-gegen-Rechts-Kampagnen, bei der gefühlt jedes Schäfchen mitläuft. Die kosten, meine Freunde. Aber der Herr Lindner und die FDP haben euch natürlich nicht vergessen. Hört mal, um zu verhindern, dass die Steuerprogression den Zusatzverdienst durch Überstunden schmälert, könnten sowohl eine begrenzte Zahl von Überstunden wie auch ausbezahlte Überstundenzuschläge steuerfrei gestellt werden. Na, das nenne ich doch mal ein Geschenk für den deutschen Steuerzahler, oder? Manche würden das vielleicht noch diskriminierend finden gegenüber deutschen Steuerzahlern, aber das ist doch tolerant und vielfältig. Ich meine, wir brauchen doch die ausländischen Fachkräfte, oder? In Russland zum Beispiel, da hat der Herr Putin jetzt gesagt, hey, wir brauchen Anreize für die Familien in Russland, dass die vielleicht wieder mehr Kinder bekommen. Aber nicht in Deutschland. Ich meine, Kinder kriegen, hallo, das ist ja sowas von klimaschädlich. Wo kommen wir denn dahin? Deswegen, wenn ihr gute Schäfchen sein wollt, dann leistet fleißig Überstunden und bringt einen Mehrwert, denn irgendjemand muss diese Party ja bezahlen. Und ansonsten schreibt es in die Kommentare, wie ihr das seht und kommt hier vorbei für alternative News. Schönen Start in die Woche für euch.